So, wir steigen direkt hier ein, wo wir stehen geblieben waren. Ohne jetzt diese mühsame Herleitung durch Grenzwertbildung zu machen, haben wir uns darauf verständigt, dass im Falle unserer periodischen Funktionen, auch kann auch sagen Wellenfunktionen, nämlich Sinus und Cosinus, die ja überall definiert sind, also uneingeschränkt im Bereich der reellen Zahlen, dass tatsächlich die Ableitung der Sinusfunktion vollständig gegeben ist durch die Cosinusfunktion. Das Interessante dabei ist eben, dass die hohe Verwandtschaft zwischen diesen beiden, wenn wir jetzt mal grafisch an die Sache rangehen, zwischen den beiden Funktionsgraphen, die ja in jeder Hinsicht ja eigentlich fast schon identisch sind und deckungsgleich, bis auf eben eine gegebene horizontale Verschiebung, dass die Kosinusfunktion überall mit ihrem Funktionswert den jeweiligen lokalen Steigungswert der Sinuskurve beschreibt. Und umgekehrt auch bis auf diesen Vorzeichenwechsel, das haben wir soweit geklärt. Also können wir uns jetzt dem nächsten Fall zuwenden. Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, dass ich hier mit dem allgemeinen Logarithmus einsteige. Häufiger geht man so vor, dass man mit der allgemeinen Exponentialfunktion hier einsteigt und letztendlich dann über die Umkehrfunktion die Logarithmen abdeckt. Ich mache es jetzt hier, im Brückenkurs hatte ich es auch so gemacht, aber ich mache es jetzt hier mal genau umgekehrt. Und wir wollen uns darauf einlassen und auch nochmal hineindenken, was denn mit dem allgemeinen Logarithmus, also gemeint ist der Logarithmus zur Basis a, hier tiefgestellt, klein a, eigentlich sei. Und Sie denken doch am besten immer so bei dem Begriff des Logarithmus, dass das Argument, in diesem Fall natürlich x, unsere freie Variable, gegeben ist und man sich die Frage stellt, womit müsste man die feste Basis a potenzieren, um diesen Wert x zu erhalten? In dem Sinne, wenn man sich x als Potenz von a vorstellt, a hoch unbekannt, würde man diese unbekannte Hochzahl mit Hilfe des Logarithmus berechnen. Also nochmal zur Erinnerung, was Logarithmus eigentlich ist. Soweit, so gut. Wir wissen durch Untersuchung dann, dass im Grunde sämtliche Logarithmen zu beliebiger Basis, wobei wir uns da mal auf positive Basen üblicherweise beschränken, sonst gibt es nur Probleme. Also das reicht völlig aus für unsere Zwecke, dass diese Logarithmusfunktionen immer nur für positives Argument definiert sind. Das heißt, der Definitionsbereich ist R plus, würde man schreiben. Ne? Das als Voraussetzung mal. Und jetzt ist hier auch, Sie sehen ja, dass ich viele Dinge hier einfach angebe und jetzt nicht, also das, die wenigsten Sachen eigentlich herleite. Es ist aber nachweislich so, dass die Ableitung des allgemeinen Logarithmus, hier mit dem Strichsymbol, tatsächlich immer korreliert ist mit dem Kehrwert der freien Variablen x. Also genauer ist, ist die Ableitung des Logarithmus zur Basis a gleich 1 durch und dann x und im Nenner steht also x mal ln von a. Und dieser Zusatzfaktor, bitte beachten Sie, dass der konstant ist, ist also immer der natürliche Logarithmus der tatsächlichen Basis, klein a. Man könnte das wie so einen Korrekturfaktor nehmen und Sie kennen aber alle zumindest diesen Spezialfall. Und der bekannte Spezialfall ist, dass der wichtigste, nämlich der natürliche Logarithmus, den wir auch am häufigsten verwenden, von x, die Ableitung besitzt gleich 1 durch x. Das heißt, die herkömmliche Kehrwertfunktion, man könnte sie auch schreiben als x hoch minus 1, ja, als Potenzfunktion, diese beschreibt den Steigungsverlauf des natürlichen Logarithmus. Und Sie sehen, wie sich das erklärt über diese allgemeine Gleichung. Es ist natürlich klar, dass ich beim natürlichen Logarithmus die Basis e habe. Das ist ja die Eulersche Zahl. Und dann würde hier also ln von e stehen. Und wie es immer so ist, das wissen wir ja, dass der Logarithmus der Basis immer gleich 1 ist. Also wenn hier ln e stehen würde, ln von e ist natürlich 1. So ist ja gewissermaßen der natürliche Logarithmus definiert, dass er zur Basis der Eulerschen Zahl gebildet wird. Ja, und dann habe ich hier neutral 1 und dann bleibt 1 durch x. Also beides ist natürlich in irgendeiner Form erst nachzuweisen. Wir setzen es jetzt einfach hier voraus. Jetzt werden Sie aber wissen, oder es ist vielleicht immer ganz interessant, an der Stelle darauf hinzuweisen schon, dass man umgekehrt in der Integralrechnung dann irgendwann auch die Funktion 1 durch x untersucht, die ja eigentlich überall definiert ist, außer bei 0.
wo sie übrigens tatsächlich eine echte Polstelle mit Vorzeichenwechsel hat. Sie haben ja eine Vorstellung davon, wie die 1 durch x-Funktion ganz grob gesagt als eine Hyperbel aus zwei Ästen grafisch so etwa sich darstellt. Ja. So, und dann ist nämlich aber wichtig zu verstehen, warum bei der Integralrechnung auf einmal der ln von Betrag von x auftaucht als Stammfunktion. Nochmal, die Integralrechnung ist ja die Umkehrung der Differentialrechnung. Und dann fragen sich viele Leute, wieso sind da auf einmal Betragsstriche, wieso gibt es die nicht beim Ableiten? Naja, der Grund ist ganz simpel. Der Grund ist, wenn ich von ln x ausgehe und es ableiten will, dann gibt es überhaupt keinen Grund, nach negativem x zu fragen. Denn wie hier schon steht, sind ja Logarithmen immer nur im positiven x-Bereich definiert. Ja, und damit ist also ganz klar, dass es nur um den rechten Ast der Kehrwertfunktion geht, die dann korrekterweise mit positiven Werten den Steigungsverlauf der schwach ansteigenden Logarithmuskurve beschreibt. Aber wenn man von 1 durch x nachher ausgeht in der Integralrechnung, ja, da geht es ja dann darum, hier das nun bestimmte Integral zu bilden, indem man dann quasi das Ganze rückgängig macht. Und dann taucht hier deshalb ln-Betrag von x auf, weil auch in diesem negativen x-Bereich jetzt da dann eben sozusagen die Fläche zwischen diesem Ast der Hyperbel und der x-Achse sich herausstellt als auch sowas wie ein Logarithmus, aber da muss ich vorher bei dem negativen x das Vorzeichen löschen. Also das lässt sich dann am Ende eigentlich ganz gut verstehen, warum das auf einmal auftaucht, hier aber noch nicht. Das wollte ich nur anmerken, weil es sich gerade anbietet. So, jetzt wollen wir mal Folgendes machen. Wir wollen erstmal noch was Allgemeines festhalten und dann uns allmählich den Umkehrfunktionen zuwenden. Da wird es einen ganz interessanten Satz geben, der uns sehr viel Arbeit auf einen Schlag am Ende abnimmt bei der Ermittlung weiterer Ableitungsgleichungen. Erstmal kurzes Zwischenbilanz. Im Grunde haben wir das ja eigentlich jetzt auch mit unseren Grenzwert- und Stetigkeitsbetrachtungen schon entdeckt, was da steht. Wir haben eigentlich herausgefunden, und zwar drehe ich jetzt gewissermaßen den Spieß so ein bisschen um, dass wenn eine Funktion differenzierbar ist an einer Stelle x0, daraus folgt, die Funktion ist stetig an dieser Stelle. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unnütz bzw. seltsam. Man hätte vielleicht gerne dastehen, ja, wenn eine Funktion stetig ist, dann folgt, sie ist differenzierbar. Allerdings, dann, wenn der Pfeil jetzt umgedreht wäre. Das kann aber nicht sein. Es kann deshalb nicht sein, weil Stetigkeit alleine nicht ausreicht für Differenzierbarkeit. Soweit sind wir jetzt eigentlich auch schon klar im Kopf, denke ich. Ja? Dafür gebe ich, vielleicht schauen wir gleich hier hin. Ja? Also das ist eigentlich das Paradebeispiel für einen Fall, wo ich hätte jetzt so eine geknickte Gerade. Sie können sich vorstellen, dass man da beispielsweise abschnittsweise vorgeht. Ne? Dass man sagt, also unterhalb von x0, irgendeine feste Zahl, haben wir die und die lineare Funktion mit geringer Steigung. Und oberhalb von x0 haben wir dann eine größere Steigung. Und allein durch diese Knickstelle würde das Probleme machen, weil man, je nachdem von welcher Seite man schaut, unterschiedliche Steigungswerte bekäme. Also hätten wir jetzt wieder im Sinne eines Grenzwerts, also beim Differenzenquotient wohlgemerkt, hätten wir da einen schlagartigen Sprung drin in unserer Ableitungsfunktion. Und damit würde man an der Stelle x0 keine Differenzierbarkeit bekommen, obwohl dieser Graph offensichtlich zusammenhängend und damit stetig ist. Also damit ist schon klar, dass die Implikation also in der umgekehrten Richtung nicht, jedenfalls nicht allgemein gelten kann. Sehen Sie, und aus dem Grund ist es ist eine relativ schwache Aussage, aber sie besagt eben, wenn ich schon weiß, dass eine Funktion differenzierbar ist, dann muss sie insbesondere auch stetig sein, heißt aber in Klammern, das ist sozusagen Differenzierbarkeit ist eine notwendige Bedingung für Stetigkeit. Oder sagen wir es anders, wenn ich es umdrehe, wäre Stetigkeit eine notwendige Voraussetzung für Differenzierbarkeit, aber keine hinreichende Voraussetzung. Sie erinnern sich, bei der Implikation gibt es immer diese Besonderheiten, wenn die Prämisse nicht erfüllt ist, dann folgt, was nur will. Und wenn sie erfüllt ist, dann folgt die Konklusion. Aber zu genau müssen wir es jetzt auch nicht nehmen. Wir haben das Beispiel gesehen. Diese Funktion ist stetig, aber nicht differenzierbar. Wir sehen auch noch dieses Beispiel mit einem schönen glatten, stetigen Verlauf. Hier an der Stelle x0, symbolisch durch die Tangente dargestellt, ist unsere Funktion, und nicht nur dort, sondern überall, ist sie natürlich differenzierbar, weil glatt
Ja, das steht in Anführungszeichen, obwohl das auch als Fachbegriff benutzt wird. Ja, müsste man dann noch entsprechend genauer definieren. Aber Sie können sich vorstellen, was gemeint ist, glatter Verlauf. Und daraus folgt sie stetig, allein schon, weil sie differenzierbar ist. Und denn es bedeutet ja, dass an keiner Stelle irgendein Knick oder gar ein Sprung vorliegen kann. Das ist jetzt übrigens eine Implikationskette, die sich noch fortsetzt. Es wird sich nachher zeigen, dass tatsächlich am Ende, was Integrierbarkeit betrifft, hier steht dann nämlich noch mal weiter auf der rechten Seite, am Ende aus differenzierbar folgt stetig und aus stetig folgt aber differenzierbar, das reicht nämlich, Entschuldigung, integrierbar, das reicht nämlich für Integrierbarkeit. Selbst bei so einer Knickstelle wird eine Funktion trotzdem integrierbar sein. Und selbst wenn sie einen endlichen Sprung macht, wird sie noch integrierbar sein. Und daraus folgt am Ende, dass rein, sagen wir mal, mengenmäßig betrachtet, die allermeisten Funktionen integrierbar sind, nicht ganz so viele dann stetig sind, also deutlich weniger, und noch weniger, also die kleinste Teilmenge aller Funktionen dann differenzierbar sind. Interessanterweise, obwohl das Differenzieren so leicht von der Hand geht und das Integrieren so schwer fällt, handwerklich, sind die allermeisten Funktionen integrierbar und die allerwenigsten sind differenzierbar, im Vergleich gesehen, ne, zur Menge aller Funktionen, die man bilden kann. Das ist da so eine mehr, ja, allgemein ja, die erkenntnistheoretische Betrachtung, wenn man so will. Gut, aber jetzt lassen wir das mal so weit stehen. Ach, die Quotientenregel wollte ich auch noch kurz nachtragen, natürlich. Die ist ja, ich hatte sie schon bezeichnet als so eine gewisse Art von Variation der Produktregel. Genauer gesagt ist die Quotientenregel, wenn Sie so möchten, eine Kombination aus Produkt- und Kettenregel. Wobei die Kettenregel jetzt erst später kommt, die haben wir noch gar nicht besprochen. Aber nehmen wir die Quotientenregel einfach mal für sich, so wie sie hier steht. Und sie sagt Folgendes: Wenn ich einen Quotienten bilde aus zwei Funktionstermen, f und g, die beide für sich genommen differenzierbar sind, wieder wie immer in einer Menge m, das führe ich jetzt nicht mehr weiter aus, und immer vorausgesetzt, dass die Nennerfunktion ungleich 0 ist, also dass da keine Nullstelle vorliegt, sonst habe ich ohnehin eine Definitionslücke dort. Ja, das also mal vorausgesetzt. Dann gilt, dass die Änderungsrate und damit die Ableitung dieses Quotiententerms gleich ist. Und da kommt jetzt das Schema, das doch sehr stark hier im Zähler an die Produktregel erinnert, nämlich f' mal g minus f mal g' und das Ganze geteilt durch g zum Quadrat. Was ist jetzt also zu beachten? Zwei Dinge. Erstens, bei dieser Bruchform durch Ableiten entsteht im Nenner immer das Quadrat der ursprünglichen Nennerfunktion. Das ist einfach so und das kann man relativ leicht nachweisen und herleiten. Zweitens, im Zähler wird so ähnlich wie bei der Produktregel, wenn ich so sagen darf, über Kreuz abgeleitet. Das heißt, der erste Term wird abgeleitet, mal der zweite als Faktor benutzt. Minus, diesmal minus, umgekehrt. Und jetzt habe ich ja letztes Mal gesagt, Sie sollten bei der Produktregel sich angewöhnen, den Term, der zuerst kommt, gleich zuerst auch abzuleiten. Einfach damit Sie sich dann nachher die Quotientenregel leichter merken können, bei der nämlich das Gleiche steht, nur aus diesem Plus von der Produktregel wird jetzt ein Minus. Und jetzt ist halt meistens so, bei Produktform schreibt man halt in alphabetischer Reihenfolge f mal g oder auch u mal v, so kennen es auch viele, ja. Bei Quotientenform schreibt man halt gewöhnlich alphabetisch, bekommt der Zähler den kleineren Buchstaben und der Nenner dann den nachfolgenden Buchstaben. Und es ist hier die Vorschrift, dass man die Zählerfunktion, den Zählerterm zuerst ableitet, wenn man dieses Schema benutzen will. Okay? Also merken Sie sich es am besten so, dass Sie quasi immer erst ableiten, dann und das andere stehen lassen, und im zweiten Teil dann das hintere ableiten, dann passt die Sache. Ja, man könnte das tatsächlich jetzt übrigens auch in so eine Form bringen, dass da steht f mal 1 durch g. Und wenn man jetzt auf das Ganze hier dann die Produktregel anwendet, dann würde man tatsächlich sehen, woher das kommt mit dem Minus und woher das mit dem g-Quadrat kommt. Dafür müsste man aber hier drauf die Kettenregel anwenden, und indem man das wieder als Potenz schreibt, g hoch minus 1. Und den Weg will ich jetzt nicht gehen, das herzuleiten. Ich wollte nur andeuten, dass es letztendlich was mit der Kettenregel auch zu tun hat. Die kommt noch. Wir halten das fest und schreiten voran. Mit ein paar Beispielen noch, weiteren Beispielen. Und
Da ist der Tangens natürlich auch sehr häufig anzutreffen. Den machen wir noch kurz und dann schauen wir uns die Sache mit der Umkehrfunktion an. Also beim Tangens, der ja doch in irgendeiner einfachen Weise mit Sinus und Cosinus zusammenhängt, handelt es sich um eine wiederum periodische Funktion, die allerdings eine verkürzte Periode hat. Das hat was mit dem Vorzeichenwechsel von Sinus und Cosinus zu tun, der entsprechend getaktet ist. Aber die Ableitung der Tangensfunktion, und noch dazu muss ich sagen, die hat periodisch Polstellen mit Vorzeichenwechsel, die muss man beachten. Und natürlich wird sie nur da differenzierbar sein, wo sie überhaupt auch definiert ist. Das sind also Dinge, die man beachten muss. Tatsächlich ist es das. Denn da muss man also mehr noch tun, als es einfach jetzt hinzuschreiben. Man müsste vorher untersuchen, wo das überhaupt möglich ist und wo nicht. Aber wir wissen, dass Tangens von x zum Beispiel auch Sinus von x geteilt durch Cosinus von x ist. Und das ist jetzt Bruchform. Und deswegen kommt auch das Beispiel, weil wir da die Quotientenregel benutzen können. Wenn wir hier ableiten, machen wir das genau nach diesem Schema. Die Nennerfunktion wird quadriert. Das ist dann Cosinus Quadrat von x. Und im Zähler machen wir es genau nach dieser Vorschrift, wird die Zählerfunktion zuerst abgeleitet, Sinus x oben stand, Ableitung ist Cosinus x, mal Nennerfunktion hinschreiben, jetzt bin ich hier, ne, f' mal g, minus, jetzt der nächste Schritt, Zählerfunktion übernehmen, mal Ableitung der Nennerfunktion. Zähler ist Sinus x. Ich sage jetzt einfach Sinus x, nicht Sinus von x. Übrigens, Sie sind wahrscheinlich gewohnt, dass man da immer Klammern setzt, aber ich bin der Meinung, die kann man auch weglassen, weil sie eindeutig ist, was gemeint ist. Wird auch oft so gemacht. Jetzt kommt aber noch mal g', das heißt die Ableitung von Cosinus x und die ist laut obigem eben gleich minus Sinus x, deswegen in Klammern minus Sinus x. Und dadurch, durch Auflösen der Klammern, wird aus diesem Minus mal diesem Minus ein Plus. Und da steht jetzt auf einmal die Quadratsumme von Cosinus und Sinus, geteilt durch Cosinus Quadrat x. Jetzt gibt es interessanterweise zwei, und zwar zwei sehr gute Möglichkeiten, um weiterzumachen, um das zu verschönern. Die eine naheliegende ist, ganz fundamental wichtiger Zusammenhang, man benutzt die Kreisgleichung, die Gleichung des Einheitskreises oder auch genannt der Winkel Pythagoras. Der besagt, die Quadratsumme von Cosinus und Sinus ist immer gleich 1. Und zack, hat man oben 1 und unten Cosinus Quadrat x. Wunderschön kompakte Bruchfunktion. Unter Verwendung der, also ich nenne sie immer Kreisgleichung, weil sie die Geometrie des Einheitskreises beschreibt. Das haben wir alles auch im Brückenkurs deutlich besprochen, aber Sie wissen das ohnehin, das sind so Grundlagen. So, jetzt Hinweis. Das ist, dem Ergebnis will man jetzt auch Glauben schenken, ob man da sich nicht irgendwo vertan hat. Also ein ganz starker Hinweis, dass das stimmen kann, ist, dass die erwähnten Definitionslücken der Tangensfunktion natürlich, sieht man auch hier, genau dort sind, wo die Kosinusfunktion ihre Nullstellen hat. Das sind also bestimmt, Sie wissen, das sind ungeradzahlige Vielfache von Pi halbe, ja, wenn man es genauer wissen will. So, und dadurch, dass der Cosinus unten stehen geblieben ist, wenn auch quadratisch, was übrigens nur heißt, die Punktsymmetrie des Tangens verwandelt sich durch Ableiten in eine Achsensymmetrie. Das ist ein ganz allgemein gültiger Befund. Ableitung einer punktsymmetrischen Funktion hat immer eine Achsensymmetrie, umgekehrt auch. Das ist aus rein geometrischen Gründen, Steigungsverlauf. Ja, das können Sie sich vielleicht auch selber mal einzeln klar machen. Ne? Vielleicht schreibe ich das mal kurz dahin, das ist wirklich ganz wichtig. Punktsymmetrie, das ist jetzt mal so in Anführungszeichen geschrieben, Punktsymmetrie, Ableitung ist gleich Achsensymmetrie. Ich meine immer Punktsymmetrie zum Ursprung, ja, und Achsensymmetrie zur Y-Achse. Das gilt auch umgekehrt. Wenn ich was Achsensymmetrisches ableite, kriege ich was Punktsymmetrisches. Ja, ganz, ganz universell gültige, ich habe das noch nie eigentlich irgendwo jetzt so direkt betont oder überhaupt noch irgendwo gelesen, aber es ist hundertprozentig klar, dass es so sein muss. Wie gesagt, prüfen Sie es mal selber nach an Beispielen und verstehen Sie, warum es so ist, geometrisch. Ich wollte was anderes betonen, nämlich, dass nach wie vor auch dieser Term überall dort nicht definiert ist, wo der Cosinus seine Nullstellen hat. Und das bestätigt ja, naja, klar, da wo der Tangens gar nicht definiert ist, mit Polstellen heißt ja gewissermaßen auch noch mit Vorzeichenwechsel, da wäre ja dann der Steigungswert würde übrigens in dem Fall überall immer wieder ins Minus Unendliche gehen.
So stellt sich das, warten Sie kurz, nee, das geht von Plus nach Minus, der würde ins Plus Unendliche immer wieder entweichen. Und Tatsache ist, dass sie überall dort auch die Ableitung nicht definiert ist. Das wollte ich sagen, nebenbei. So, zweite Möglichkeit, die hier weiterzumachen, die ist fast so offensichtlich, dass man sie glatt übersehen könnte, wenn man das schon gesehen hat. Nämlich, das ist ein Bruch mit einer Summe im Zähler. Und ein solcher Bruch lässt sich immer sofort zerlegen. Und die Zerlegung ist, ich mache das vordere geteilt durch Nenner plus das hintere geteilt durch den Nenner. Und da sehen Sie, was Schönes passiert. Hier steht Cosinus Quadrat x geteilt durch Cosinus Quadrat x. Das ist einfach 1. Und zwar überall dort, wo es definiert ist, ne? Wo Cosinus ungleich 0 ist, ist das eine saubere 1. Und dahinter noch plus jetzt Sinus Quadrat durch Cosinus Quadrat von x. Das wiederum, da kann ich das Quadrat rausziehen. Das ist also der Sinus x durch Cosinus x geteilt, dann zum Quadrat. Und Sinus x durch Cosinus x kann ich wieder durch Tangens x ersetzen und bekomme 1 plus Tangens Quadrat x. Das ist eigentlich fast noch schöner, dieses Ergebnis, als das, weil es ganz häufig so ist, übrigens auch in der Integralrechnung, da geht es dann um Substitution und solche Sachen. Wenn man es schafft, die Ableitung einer Funktion durch sich selbst, also durch die Funktion selbst auszudrücken. Und hier sieht man auch, dass tatsächlich die Ableitung vom Tangens wiederum praktisch eine Modifikation der Tangensfunktion ist. Das ist hochinteressant. Damit haben wir das also geklärt und können uns dann einem ganz besonderen, auch etwas anspruchsvollen Thema zuwenden, nämlich zur der Ableitung der Umkehrfunktion. Die kommt als nächstes. Da blätter ich jetzt gleich schon mal hin.